Gemeinde Balderschwang sieht sich als Modellregion, als Modellgemeinde für nachhaltigen, naturverträglichen Tourismus. Und da ist es natürlich selbstverständlich, dass man gerade zum Spuren unserer Loipen und zum Präparieren unserer Pisten hier einen Pistenbully hat, der 100% emissionslos angetrieben wird. Die Bedienung ist genau dasselbe wie beim 100er. Man kann nicht hoch losfahren, es funktioniert alles wie beim vorigen 100er. Das Tolle an dem Lextra-Fahrzeug ist, man hört nichts, er raucht nicht und er stinkt nicht. Wir fahren relativ viel auf Gehör, da das bei der Maschine nicht ganz so möglich ist, weil die ganz, ganz leise ist, war es am Anfang ein bisschen Umstellung, aber auf die Dauer ist es sehr, sehr angenehm zum Fahren. Der Pistenbully 100E ist aus dem Wintereinsatz wieder zurück. Bei unterschiedlichen Einsatzbedingungen und an verschiedenen Orten haben wir den intensiv und auch externe Fahrer getestet. Kein einziger Komponentenausfall hat uns zu einem Montageeinsatz gezwungen. Er lief und lief und lief. Mit den gewonnenen Messdaten werden wir jetzt im Sommer weiter optimieren. Und da hat die Firma Casebohrer für uns jetzt ein Testgerät entwickelt, wo wir sagen können, das geht genau in die Richtung, wie wir uns umweltverträglichen, nachhaltigen Tourismus vorstellen.